Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zum PS4-Event, das gestern war, wo die PS4 vorgestellt wurde. Und ich gebe euch heute mal die technischen Fakten. Der Grafikchip ist AMD Radeon 7000M auf 800 MHz getaktet und die Grafikkarte verfügt über DirectX 11. Beim Prozessor, es wird auf jeden Fall ein x86 basierender Prozessor sein, wahrscheinlich der AMD Jaguar 8 Core mit 1,6 GHz oder 4 AMD Dual Core Prozessoren, das steht noch nicht ganz fest. Bei den Speichereinheiten verfügt die PS4 über 8 GB RAM und eine lokale Festplatte mit wahrscheinlich 500 GB Speicherplatz. Beim Controller handelt es sich wieder um einen DualShock-Controller, der in drei Varianten verfügbar sein wird, und zwar inklusive einem Mini-Touchscreen, inklusive einer Shared-Taste und einer Kopfhörerbuchse und inklusive einem Lichtbalken zur Spielerkennung. Diese drei Features gibt es nicht alles in einem Controller, nur einzeln. Mit der PlayStation 4 wird man in der Lage sein, Spielszenen oder Fotos hochzuladen, und zwar mit dem Share-System. Diese Videos kann man auch hier, wie man sieht, im Share-Menü Trimming schneiden. Das Ganze geschieht mit dem Stream-Dienst Gaikai, den sich Sony vor einiger Zeit gekauft hat. Ein weiteres Gerät, das mit der PlayStation 4 kommt, ist so eine Art Sensor, auch unter dem Namen iToy 2 bekannt. Das wird dazu dienen, um Bewegungssteuerung auch auf die PlayStation 4 zu bringen und auch mit dem Controller bzw. mit dem Lichtsensor zu interagieren. Die PlayStation 4 wird neben den normalen Online-Diensten wie PlayStation Network und PlayStation Plus über einen weiteren kostenpflichtigen Service verfügen. Welche Funktionen dieser hat, ist noch nicht bekannt. Die PlayStation 4 legt den Schwerpunkt auf ihren Controller. Jedoch bin ich der Meinung, hätten sie den DualShock 4 und die dazugehörige Bewegungssteuerung auch schon für die PlayStation 3 veröffentlichen können, ohne dafür eine neue Konsole auf den Markt zu bringen.